Kürzlich hat sich der runde Tisch für Migration erneut im Georgenzentrum in Dessau-Roßlau getroffen. Thema war die Besprechung des 38 Seiten umfassenden zweiten Entwurfs des Integrationskonzeptes. Im Juni 2013 hatte der Stadtrat beschlossen, dass die Stadt ein solches Integrationskonzept erhalten soll. Einer der Schwerpunkte soll die Willkommenskultur sein. Wichtig ist die Willkommenskultur, denke ich, dass es die Vielfalt in Sachsen-Anhalt oder in Dessau, eine Vielfaltgesellschaft, es braucht eine Willkommenskultur, damit sie mehr Migranten wir bekommen und damit wir auch die Lebensqualität hier noch in unserer Stadt noch bessere und gute. Weil es das erste Integrationskonzept der Stadt Dessau-Roßlau wird, findet es Minel besonders wichtig, dass es nach seiner Vollendung auch zur Umsetzung kommt. Schon jetzt zeigen Migranten in Dessau-Roßlauer Vereinen und Netzwerken, wie eine gemeinsame und funktionierende Integration aussehen kann. Des Weiteren bietet der Runde Tisch für Migration Möglichkeiten zum Austausch zwischen der Stadt und den verschiedenen Vereinen und Netzwerken. Mit einer sofortigen Umsetzung des Integrationskonzeptes ist jedoch noch nicht zu rechnen. Also das ist der zweite Entwurf. Da müssen wir heute darüber diskutieren. Im Rahmen der Runde Tisch für Migration. Der Runde Tisch für Migration ist eine Plattform zwischen Migranten und der Stadtverwaltung und Zivilgesellschaft. Das ist eine Migranteninitiative, diskutieren wir heute. Bestimmt kommt noch Verbesserung, Änderung, Vorschläge und dann gibt bestimmt, ich sehe, dass wir bestimmt noch mal eine dritte Runde und ein Abschluss. Wann das kommt, das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Müssen wir warten heute, was die Ergebnisse, die Vorstellung der Integrationskonzept, zweiter Vorschlag von der Stadt und dann müssen wir darüber nochmal diskutieren und warten. Ja. Im Oktober soll der dritte Runde Tisch für Migration folgen, bei dem die Abstimmung zur endgültigen Fassung erfolgen soll. So könnte das Integrationskonzept noch 2015 zur Beschlussfassung kommen. Zuerst muss der derzeitige Entwurf aber noch einmal überarbeitet werden. Viele Passagen sollen deutlicher beschrieben werden. Das komplette Programm von RAN 1, Ihrem Heimatsender mit Reichweite, sehen Sie täglich über Satellit, im Kabel, über Antenne und online.